aus den USA von Steffen Lessert kommen. Solche Bilder haben die E-Zigaretten ins Visier der amerikanischen Behörden gebracht. Menschen mit mysteriösen Lungenerkrankungen, allesamt E-Zigarettenraucher. Die genaue Ursache ist unklar, doch viele Betroffene hatten beim sogenannten Vaping Flüssigkeiten mit dem Cannabiswirkstoff THC geraucht. In Deutschland ist der verboten, doch die Einschätzung, ob ungefährlich oder nicht, fällt den Behörden auch hier nicht leicht. Durch diese große Anzahl an Stoffen, die verwendet werden können in Liquids, ist die Bewertung schon sehr umfangreich und sehr schwierig, gerade auch, weil es nicht die E-Zigarette gibt. Es gibt so viele verschiedene Typen auf dem Markt. Und es gibt alle nur denkbaren Geschmacksrichtungen. Zitrone, Banane, Pfirsich, Minze oder auch Kaugummi und so weiter. Vor allem junge Leute spricht das an. 4,2% der 12- bis 17-Jährigen haben vergangenes Jahr schon einmal E-Zigarette geraucht. Fast doppelt so viele wie 2012. Doch was sich gesund anhört, ist vor allem Chemie. Wir selber tun als Lungenärzte alles, um das zu bannen, das Rauchen mit den E-Zigaretten, welche Form auch immer, welche Liquid auch immer. Das grundsätzlich ist das nicht der Weg, um gesund zu bleiben. In den USA hatte sich auch die First Lady für ein Verbot stark gemacht. Wenn die Details ausgearbeitet sind, müssen alle Geschmacksrichtungen mit Ausnahme von Tabak innerhalb eines Monats aus den Geschäften verschwinden.